Herzlich willkommen zu einem kurzen Videotest mit dem Vivo X70 Pro Plus. Ihr seht mich hier über die 32 Megapixel Hauptkamera und hört mich direkt über das Smartphone. Gleich vorneweg, die Frontkamera ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei, die wird nicht stabilisiert. Wir sind hier auf 1080p und 30 FPS limitiert. Ich bewege mich mal ein bisschen vorwärts, dass ihr auch einen Eindruck davon bekommt, wie das Ganze eben ein bisschen hin und her wackelt. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt das Setup auf der Rückkamera etwas genauer an. Wir haben 50 Megapixel Samsung GN1 Sensor, einen 48 Megapixel Ultra-Weitwinkel Sensor und einen 8 Megapixel Periskop Sensor und zusätzlich noch einen 12 Megapixel Porträt Sensor. Mit allen kann man Videos machen und das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Starten wir mit der Hauptkamera ohne etwas niedrigeren Auflösung als gewöhnlich. Wir haben hier 1080p und 30 FPS. Das ist wirklich nicht viel, bietet aber den Vorteil, der Fokus ist etwas träger, aber funktioniert letztendlich besser, als wenn er springt. Erstmal gegen die Sonne, also 1080p, 30 FPS. Die Wahl ist ganz klar, warum wir das machen. Wir haben die Möglichkeit, in dem Modi zwischen den Sensoren zu wechseln. Bei 4K ist das leider nicht mehr möglich. Ihr seht jetzt die Ultra-Weitwinkelkamera, die in dem Fall außerdem auch für Makroaufnahmen zuständig ist. Bei Videos macht das natürlich nicht allzu viel Sinn. Die Qualität sind halt 1080p, aber ist durchaus überzeugend. Die Stabilisierung ziemlich gut. Und so sieht das Ganze letztendlich aus. Wir können dann auch in den Porträtsensor wechseln. Das ist jetzt quasi der Sensor für Porträtaufnahmen. Der hat dann Zweifach-Zoom, wenn man noch scharf stellt. Da oben ist wieder unsere Uhr. Und wir können in die Periskopkamera wechseln, die sich jetzt hier aber stellt doch scharf. Also das wäre dann quasi die Periskopkamera zum Filmen. Und jetzt schauen wir uns aber lieber nochmal die Hauptkamera und die wirklich interessanten Modi an, wie 4K und 60 FPS. Bleiben wir noch kurz bei der Ultra-Weitwinkelkamera. Auch hier können wir stabilisierte 4K-Aufnahmen machen. Der Unterschied ist, man kann jetzt nicht zwischen den Sensoren wechseln. Also man bleibt jetzt bei 4K, bei der Ultraweitwinkelkamera und kann eben nicht in den Hauptsensor wechseln, aber 4K 30 FPS sehen natürlich schon deutlich besser aus als die 1080p, die wir eben gesehen haben. Und jetzt geht's zur höchsten Auflösung, die zur Verfügung steht. Der Samsung GN1 Sensor hat in dem Fall eine ziemlich große Blende, fängt also sehr viel Licht ein, sehr viele Details, 50 Megapixel und die Qualität kann sich hier wirklich sehen lassen. Wir haben hier 4K, lässt er gar nicht, fokussiert gar nicht so nah. 4K 60 FPS, also auch für schnelle Bewegungen bestens geeignet. Und die Qualität ist wirklich überzeugend. Auch bei der Stabilisierung lässt sich Vivo nicht lumpen. Ist wie gesagt alles ein bisschen komisch, weil eben, obwohl die Ultraweitwinkelkamera eigentlich 4K unterstützt, kann man den Sensor nicht wechseln. Aber ich gehe mal ein bisschen vorwärts, dann könnt ihr die Stabilisierung einschätzen. Und jetzt sind wir auch quasi gegen Licht. Jetzt sind wir wieder, da hinten dran ist quasi die Sonne. Also es sieht schon ziemlich, ziemlich schön aus, was Vivo hier bietet. Dann zeige ich euch auch noch diesen Modus. Das ist der ultra stabilisierte Modus. Ich tue mir immer sehr schwer mit den Modi. Also jetzt wird das Bild quasi nochmal zusätzlich verkleinert. Und wenn man sich jetzt, ich bewege mich mal schnell vorwärts. Wenn man sich jetzt schnell vorwärts bewegt, stabilisiert die Kamera trotzdem zuverlässig, da schon die normale Gimbal-Stabilisierung ziemlich gut arbeitet, ist das eigentlich gar nicht notwendig und deswegen sind diese Super Stable Modes empfehle ich grundsätzlich eigentlich nicht. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen, was wir hier jetzt gesehen haben. Also nur bei 1080p und 30 FPS können wir wirklich zwischen den vier Sensoren wechseln, wobei sogar die Ultraweitwinkelkamera immerhin 4K 30 FPS aufnehmen kann. Bei der Hauptkamera, 50 Megapixel, haben wir dann 4K 60 FPS. Alle Kameras werden durch die Bank stabilisiert, das ist sowieso klar.
außer die Frontkamera, die kann auch nur 1080p, also das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Aber bei der Hauptkamera und auch was an Bildern möglich ist, ist das Vivo X70 Pro Plus auf jeden Fall vorne mit dabei. Und die Videos der Hauptkamera sind auch absolut überzeugend. Das war es soweit von mir. Alles weitere lest ihr dann im ausführlichen Testbericht auf www.chinahandys.net. Macht's gut!